Wir sind in der siebten und wir beschäftigen uns mit Übungen zum Lösen physikalischer Gleichungen. Gegeben sei Rho von 2,7 Gramm pro Kubikzentimeter. Das ist übrigens die Dichte von Aluminium. Deswegen schreibe ich ganz klein hier Al dran. Und wir haben 243 Gramm Aluminium da. Und wir wollen wissen, welches Volumen nimmt diese Masse von 243 Gramm Aluminium ein. Und wir haben eben gerade die Schüler befragt und die Lösungsformel dafür ist, Rho ist gleich M durch Groß V. V ist das Volumen, ne? Das, was wir suchen. So, jetzt einsetzen oder gleich umstellen oder was auch immer, machen, tun, Tippeltappeltour. Ich drücke jetzt hier die Pause-Taste, zu Hause drücken wir auch Pause, es reimt sich und es stimmt. Und danach sehen wir uns wieder. So, jetzt habe ich Folgendes getan und zwar... Die Formel, die hatte ich ja hingeschrieben und jetzt habe ich hier eingesetzt. Statt Rho, das hier. 2,7 Gramm pro Kubikzentimeter. M habe ich die 243 Gramm eingesetzt. Und durch V. Ich weiß ja V noch nicht. Blöd. V steht unterm Bruchstrich. Das heißt, erste Maßnahme. Entweder ich stürze alles, kann ich dann zeigen. Oder ich sage mal V. Dann steht, weil es sich hier kürzt, das V hier auf der linken Seite und hier fehlt das V. Dann sieht die Gleichung so aus. Und jetzt kann ich sagen, naja, jetzt stört mal 2,7 Gramm und es stört durch Kubikzentimeter. Also kann ich sagen, mal Kubikzentimeter ist das Gegenteil von durch Kubikzentimeter. Und da mal 2,7 Gramm auch stört, kann ich gleich durch 2,7 Gramm teilen. Hier oben geht es weiter. Wenn ich das dann, das ist mal meine Zwischenzeile hier, wenn ich das dann alles so ausführlich hingeschrieben habe, dann kann ich alles, was entsprechend hier passiert ist, das hingeschrieben, da habe ich nochmal blau hingeschrieben, gegen das, was schon da steht, kürzen, bis auf das V, das bleibt alleine stehen. Also steht V auf der nächsten Zeile alleine. Und hier kürzen sich die Gramm. Die Zahlen kürzen, habe ich noch nicht gekürzt, jetzt der Übersichtlichkeit halber. Und es bleibt Kubikzentimeter übrig, was ich dann noch hinschreiben muss. Und jetzt mache ich am besten eine Nebenrechnung und sage, naja, 243 durch 2,7. Oder kann man vielleicht doch schon kürzen? Hier gibt es eine Frage. Wir können jetzt eine ganz stinknormale Nebenrechnung insofern machen, dass wir so eine Rattenschwanzrechnung hinschreiben, indem wir schreiben 243, jetzt lasse ich mal ein bisschen Platz, durch 2,7 ist gleich. Warum habe ich den Platz gelassen? Weil wenn ich das Komma hier rüber schiebe, muss ich hier hinten eine 0 auffüllen. Dann heißt das 2430 durch 27. Jetzt gucke ich und sage 234, also 24 durch 27 geht nicht, aber 243, vielleicht geht es. Ja. Machen wir es rund. 250 durch 30, 240 durch 30, vielleicht geht es 8 mal. Probieren wir es aus. 8 mal 7 ist 56. Hier die kleine 5. 8 mal 2 ist 16, plus 5 ist 21. Jetzt ziehen wir mal ab. 13 minus 6 ist 7, hier 1 gemerkt. 4 minus 2 ist 2. Ah, merkt ihr was? Nicht 8 mal, 9 mal. Gut, dann streicht man das hier einfach komplett durch und sagt, ich fange nochmal an, 9 mal. 9 mal 7 ist 63, 9 mal 2 ist 18 und die 6 und ich habe hier eine 243. Jetzt habe ich hier das abgezogen, nichts mehr. Jetzt hole ich mir diese 0 runter und sage 0 durch 27 ist 0, 90. Oder ich kürze mich ran, das kann ich auch machen, indem ich sage, geht das durch 3? 2 plus 4 plus 3? Ah, die Zahl, wenn ich, das nennt sich Quersumme, 2 plus 4 ist 6 plus 3 ist 9. Dann, wenn diese Quersumme durch 3 geht, dann geht auch die Zahl durch 3. Wenn die Quersumme durch 9 geht, geht auch die Zahl durch 9 zu teilen. 2 und 7 ist 9, geht auch durch 9. Los, durch 9. Und dann kann ich mich rankürzen, aber... Ich empfehle euch, das in diesem Fall mal mit der Nebenrechnung zu machen. Ich sage ganz einfach, das hier durch das muss 90 ergeben. V ist 90 Kubikzentimeter. Peng. Fertig. Hier wird die Kürzerei zu viel. Kann man machen, ist kein Problem. Also ich könnte es. Aber macht es in so einer Rattenschwanzrechnung, geht es am einfachsten. Ist das wirklich 90? Jetzt muss ich einfach mal überlegen, ob vielleicht könnte es auch 900 sein. Jetzt machen wir es ganz rund. Hier sagen wir, 240 durch 3. 240 durch 3 muss 80 ergeben. 90 kommt raus, liegt in der Nähe, passt. Und so macht man es.
Hier gab es noch mal ein paar Fragen. Wieso entsteht das, was ich jetzt hier schon mal mir kopiert habe? Wieso entsteht das? Und vor allem mal V, okay, weil V unterm Bruchstrich steht. Das war ja noch logisch. Aber das hier, das trieseln wir jetzt mal auf. Das machen wir mal in einzelnen Schritten. Ich kopiere mir das noch mal hier hin. Komm her. Schwupp. Also, wir waren an der Stelle stehen geblieben. Das war nur eingesetzt. Ich hatte gesagt mal V. Das schreibe ich mal noch mal hin. Mal V, dann kürzt sich das hier und hier oben steht dann mein V. Jetzt kann ich auch mit Tippeltappeltour-Schritt weitergehen. Ich sage, okay, mich stört, durch Kubikzentimeter mache ich mal Kubikzentimeter. Dann heißt die nächste Zeile, 2,7 Gramm mal V ist gleich 243 Gramm mal Kubikzentimeter. Noch klar? Gut, es war allen klar. Und jetzt stört mich noch die mal 207 Gramm. Also, ich teile durch 2,7 Gramm. Dann sieht das so aus. Hier kürzt sich's weg. Ich lasse die Zwischenzeile weg. Ist 243 Gramm mal Kubikzentimeter. Und jetzt, was hier noch passiert ist, durch 2,7 Gramm. Und jetzt kann ich wieder entsprechend kürzen. Ich kann die Gramms rauskürzen. Gramm durch Gramm ist 1. Gramm durch Gramm ist 1. Und was habe ich übrig? Ich habe 243 und die Kubikzentimeter, weil mal 1 durch 1 kann ich mir schenken. Das heißt, ich bin wieder hier an dieser Stelle angelangt. Hier, da ist er. Ja, jetzt ist es ein bisschen blöd, jetzt sieht man es. Hier die 243 durch die 2,7 Gramm, durch die 2,7, die sind übrig geblieben und die Kubikzentimeter sind auch übrig geblieben. Also habe ich das hier in Einzelschritten gemacht. Wer sich das zutraut, kann sagen, wenn mich das sowieso stört, mache ich das hier. Ne? Ich mache es mal geleitet. Wenn mich das stört, mache ich das. Und wenn mich das stört, mache ich das in einem Schritt und komme dann hier auf einen Schritt. Dann sieht es bloß ein bisschen brutaler aus. Wie gesagt, das ist die Zwischenzeile. Hier gibt es eine Frage. Diese Schnellvorgehensweise mit Gelb und Orange, die zeige ich nochmal auf eine andere Art. Nehmen wir mal an, es stünde Folgendes da. Meinetwegen P mal 3 durch 4, das steht noch da, soll sein 2, irgend sowas. Ich möchte aber, dass P alleine steht. Dann sage ich, jetzt kommt der Regiestrich, P soll alleine stehen. Ich mache das, was mich stört, weg. Hier steht mal 3, okay, teile ich durch 3. Hier steht durch 4, also nehme ich mal 4. Nehme ich mal 4 Drittel. Das heißt, P steht alleine. Ist gleich 2 mal 4 durch 3, na und so weiter und so fort. So könnte man es mit ganz einfachen Zahlen auch sehen. Weitere Fragen? Schöne Frage. Ich zeige es mal auf die andere Art. Eben kam die Frage aus der Schülerschaft. Ach, P mal 3 Viertel ist gleich 2. Und jetzt kam die Frage, ja, aber warum teile ich denn nicht durch 3 Viertel? Natürlich, kann ich machen. Ich erinnere an Folgendes, und zwar, das mache ich mal in grün. 3 Siebtel geteilt durch, meinetwegen, 6 21stel. Aus der Bruchrechnung wissen wir, wir lassen die 3 Siebtel so und der Divisor durch 6 Siebtel wird umgeschrieben mal 21 Sechstel. Wir müssen mit dem Reziprok, mit dem Kehrwert multiplizieren. Ich weiß noch, den Satz mussten wir uns damals einpauken. Brüche werden dividiert, indem man mit dem Reziproken des Divisors multipliziert. Hört sich viel gefährlicher an. Hier, das steckt dahinter. Ich muss also sowieso umdrehen. Und wenn ich sage, ob ich hier durch 3 Viertel hinschreibe, dann kann ich auch sagen, los. Ich muss sowieso mal 4 Drittel dann daraus machen. Und dann haben wir es. Ist auch eine Begründung. Aber bei großen Gleichungen, wenn da nicht bloß 3 Viertel dasteht, sondern Kubikzentimeter und Gramm und so ein Kram alles dahinter, dann sagt man, nehmen wir mal an, hier stünde das, hier stünde Gramm pro Kubikzentimeter, dann sagt man gleich, mich stört, durch Kubikzentimeter nehme ich mal Kubikzentimeter. Mich stört mal 3 Gramm, nehme ich durch 3 Gramm, habe ich es auf einen Schlag weg. So kann man sich's merken. Muss man einfach üben. Weitere Übung, klein p ist f durch a, groß p, da habe ich keinen Anstrich dran, deswegen ist das ein großes p, ist gleich u mal i und immer das, was gelb ist, das soll alleine stehen. F1 mal L1 ist gleich F2 mal L2 oder a ist gleich
Klein a zum Quadrat. Ich möchte aber das echte a haben. Ich mache Pause und ihr zu Hause macht auch Pause, weil sich's reimt und weil es wichtig ist, denn danach melden wir uns wieder. Gut, hier ist die Lösung. Achtung hier, das ist eigentlich die einzige schwierige. Ansonsten ist das nur Hinschreiberei, also keine tödliche Geschichte. Hier ist es ein bisschen schwierig, hier muss ich sagen, das Gegenteil von Quadrieren ist das Wurzelziehen, erziehen, das Radizieren. Wenn ich das jetzt auf beiden Seiten mache, hätte das so ausgesehen. Aber da sich das sowieso aufhebt, also das hier, das Quadrätchen und das Würzelchen, kann ich auch sagen, dann kann ich das gleich so hinschreiben. Peng. So, Pause wieder für zu Hause. Ich schreibe gleich noch was hin, aber vielleicht gibt es noch Fragen. Hier bei der dritten Aufgabe kam die Frage, kann ich denn nicht F1 und F2 kürzen? Achtung, der Index sagt, das ist die eine Kraft und das ist die andere Kraft. Die sind beide unterschiedlich. Damit ich sage, in der Gleichung Kraft mal Hebel ist gleich andere Kraft mal anderen Hebel, nehme ich auch das Groß F. Aber durch den Index unterscheiden die sich und dadurch sind sie nicht kürzbar. Einfach so. Aber die Frage ist natürlich berechtigt. So, das Video können wir an der Stelle mal abschließen dann.